Gewalt war für den nationalsozialistischen Ausländereinsatz konstitutiv. Also Gewalt auf allen Ebenen spürbar, sichtbar, erlebbar für die Betroffenen. Das fängt bei der Rekrutierung schon an, bei der Anwerbung, wie die Nationalsozialisten gesagt haben, in Westeuropa über Dienstverträge, über eine durch Maßnahmen erzeugte strukturelle Arbeitslosigkeit werden Anreize geschaffen, aber auch das ist schon eine Form von Gewalt, indem ich sage, du bekommst hier zu Hause, bei dir in Rouen, in Paris, wo auch immer, oder in Italien, in Bologna, in Florenz, keine Arbeit, du musst nach Deutschland gehen, um deine Familie ernähren zu können. Das ist eine subtile Form von Gewalt, würde ich sagen. In Osteuropa ganz anders, dort werden Razzien veranstaltet, dort werden junge Leute quasi von den Marktplätzen weg geschleppt, zum Bahnhof gebracht und mit dem, was sie auf dem Leib tragen, nach Deutschland gebracht. Also eine radikale, eine aggressive Form von Gewalt. Und das setzt sich dann fort in den Betrieben, in den Lagern und teilweise auch im öffentlichen Raum. Gewalt, auch Stigmatisierung ist eine Gewalt, indem man Leute zwingt, ein Abzeichen auf ihre Kleidung zu nähen, wie den Judenstern, der für die meisten wahrscheinlich bekannt ist, aber auch Polen und sogenannte Ostarbeiter, also Russen und Ukrainer, mussten auf ihre Kleidung sichtbare Zeichen tragen, damit man sie von Weitem und sofort schon als sogenannte Artfremde oder Minderwertige oder Untermenschen erkennt. Auch das ist eine Form von Gewalt. Eine eigene Rechtspersönlichkeit hatten die Menschen nicht. Sie konnten nicht zur Polizei gehen oder vor Gericht ziehen und sich wehren gegen die Art und Weise, wie sie behandelt werden, sondern sie mussten das, was ihnen angetan wurde, einfach erdulden. Eine Form von justizieller Gewalt ist das, indem ich keine Rechtspersönlichkeit habe und meine Rechte nicht einfordern kann, nicht einklagen kann. Im Gegenzug übernimmt der Staat quasi absolute Kontrolle über das Leben der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, übt starke polizeiliche Gewalt aus, indem er jede, auch die geringste Verfehlung, selbst wenn sie völlig unabsichtlich und fahrlässig geschieht, mit strengsten, mit drakonischen Strafen sanktioniert. Gewalt auf allen Ebenen, Gewalt überall.